Ah ja. Irgendwas brennt, ich hör's. Naja, ich lass das mal. Vielleicht passiert was, vielleicht auch nicht. Nein. So. Das lege ich mal hier ab. Und hol wieder ein neues Holzwunder. Huch, ich hasse das, dass man sich am Rand drehen kann. So, hier noch ein bisschen. Bitteschön. Da tun die schon wieder selbst expandieren. Woher nehmen die nur die Baugerüste? Und woher nehmen die das Holz dafür? Die sollten sich erstmal um ihre Nahrung kümmern, anstatt um ihre Unterkünfte. Das ist meine Einschätzung. Wie gesagt, lieber auf der Straße leben und Essen haben, als Essen... Nein, warte, Moment. Lieber Essen haben und auf der Straße leben, als ein Zuhause haben und nichts zu essen. Würde ich jetzt mal meinen, weil, wie gesagt, ohne Essen ist nicht viel mit Leben. Wie viele Menschen sind wir? 40. Das heißt, wir wachsen. Jetzt könnte ich es nochmal riskieren und versuchen, einen dort abzusetzen. Komm nochmal her. Ja, du bist der Auserwählte. Bekehrter Missionar. So. Verteile mein Glauben. Erzähl, wie gnädig ich bin. Ich würde sagen, der Tempel spricht für sich. Wir sind definitiv gnädig. Was anderes kann das überhaupt nicht heißen. So, die Menschen verlangen immer noch nach Hütten. Ich würde sagen, ist das ein Dreiergerüst? Ja. Wir können erstmal hier so ein fettes Haus hin. Und hier so ein... Nein, warte. Das kleine... Hier so zwischen reinquetschen. Nein, warte, da wurde gerade noch mal ein Gerüst fertiggestellt. Da machen wir dann ein größeres Haus draus. So, mit Vorgarten. Bitteschön. Das hier ist so das Ballungszentrum. Und natürlich gerade kein Holzwunder. Gut, das wird jetzt wieder knapp mit dem Holz. Du kommst mal her. Ist vielleicht nicht unbedingt so gut. Oh, da ist eine Schriftrolle. Na, endlich. So, na dann. Mal zu unserer ersten Mission. Ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Ich hasse den Berg jetzt schon. Ich sehe einen Gott. Sei gegrüßt. Ich bin ein Guru und Yogi. Ich ziehe mich jetzt zur Kontemplation und Meditation zurück. Bitte folge mir nicht. Ich möchte mein Geheimnis nicht preisgeben. Mehr verlange ich nicht. Das heißt also, wir sollen ihm folgen. Kenne ich den Typ nicht irgendwoher? Weißt du was? Folgen wir dem Spinner. Du hast Aber recht. Pass auf, dass er uns nicht sieht. Nein, also nein. Wirklich. Yogis zu verfolgen, zeugt nicht gerade von gutem Benehmen. Na und? Das ist die Aufgabe, von der ich gesprochen habe. Unser Freund ist schnell. Er Was? Hat uns abgehängt. Irgendwann muss er ja zu seinem Tempel zurückkehren. Okay, wir dürfen ihn wirklich nicht aus dem Bild verlieren. Du bist mir vorhin gefolgt. Ach Quatsch. Bitte mach das nie wieder. Nein, nein, mach ich nicht. Mehr verlange ich nicht. Okay. Geht er jetzt schon wieder beten? Oder meditieren oder was auch immer. Also von der Mission hatte ich gesprochen, als wir
auf dem Spielplatz der Götter waren. Und sah der Typ dann nicht auch schon so aus, der uns da nochmal über den Berg Speicherung gejagt hat? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist er nicht so witzig gelaufen wie der. Die Frage ist, dreht er sich zwischendurch auch mal um? Steck mich mal hier. Die riesige Hand wie eine Spinne klebt sie dort am Berg. Ich verfolge dich nicht. Nein, nein, huch. Es gibt da aber Gas. Nein. Nicht umdrehen. Gut. Mal sehen, wie lange der Spaß braucht. Das Spaß. Schön aufpassen, dass unsere Hand ihn nicht überholt. Ich glaube, dann würde er uns sofort sehen. So, ich verstecke mich hier auf diesem Felsen. Man sieht langsam, dass wir böse spielen auch schon an der Hand, ne? Die wird langsam schon so rötlich. Wie die Hand vom Teufel. Ich weiß natürlich nicht, ob die Teufelshand... Was? Ob die Hand vom Teufel wirklich rötlich ist. Aber so stellt man sich den Teufel ja klassischerweise vor. Hier wieder am Stein verstecken. Wie lange geht der Spaß denn noch? Ich hoffe, wir müssen dann nicht wieder nach oben. Ich hoffe, wir bekommen was Richtiges als Belohnung und nicht irgend so ein kleines Mistzeug. Hier, formschöne Pilze. Der Typ latscht einfach durch den Stein. Warum nicht? Da nochmal. Wer kann, der kann, würde ich sagen. So, eine lange Strecke, auf der wir uns nicht verstecken können. Aber bis jetzt hat er sich ja noch niemals umgedreht. Jetzt bleibt er stehen. Ich verstecke mich hier. Der guckt ja nur nach vorne, wenn ich das richtig sehe. Aha, ein Speicherpunkt. Ist es jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Du bist mir gefolgt. Nein. Deshalb gehe ich nur nach Hause. Er hat uns gesehen. Also nochmal von vorne, Boss. Nein, nicht nochmal von vorne, bitte. Mach nochmal ab hier. Hier war doch sowas wie ein Speicherpunkt. Wirklich. Oh nein. Ich will nicht nochmal. Du bist mir bitte nein, mach, bin das ich mir nicht. Verlange. Doch, Speicherpunkt. Okay. So, der dreht sich jetzt gleich um. Dann verstecken wir uns hier. Das müsste hier doch reichen. Hoffe ich. Oder hier so. Hier unten. Hier dürfte er unsere Hand nicht sehen. Unser Freund ist schnell. Er hat uns abgehängt. Irgendwann Was? Muss er ja zu seinem Tempel zurückkehren. Du bist drüber geflogen, deswegen ist er abgehauen, du Depp. Nochmal. Ich überspringe jetzt du bist mal hier. Mit dem ja, mehr nein. Ich verfolge dich nicht mehr. Versprochen. Die Vögel. Die ganze Zeit. Oder sind das Affen? Ich sehe dich. Könnten Affen oder Vögel sein. Ich glaube, Affen machen manchmal Geräusche, die sich fast wie Vögel anhören und auch so umgedreht. Du bist mir gefolgt. Nein. Deshalb gehe ich nur nach Hause. Er hat uns gesehen. Also nochmal von vorne, Boss. Verdammt. Okay, jetzt versuche ich was anderes. So, nochmal hier. Ja, ich bin dir gefolgt, schon wieder. Du bist bitte macht mehr verlangen. Mach ich auch nicht nochmal. Der ist ein bisschen gutgläubig, der Idiot. Oder der vergisst immer, dass er das schon mal gesagt hat. Er wird einfach dement auf seine alten Tage. Na los, lauf. Hopp. So, wenn wir uns jetzt so drehen. Da guckt dann ja runter ins Tal sozusagen.
Wenn wir jetzt so hier am Berg hängen. Na also. Das darf man nur nicht sehen, wenn er weiterläuft. Wenn Gott die so eine Spinne hier am Berg hängt. Hat funktioniert, okay. Also jetzt müssen wir vorsichtiger laufen. Wenn er sich jetzt auch umdreht. Dieser Stein könnte ein Problem werden. Das sehen wir in kurzzeitig mal nicht. Gottes Hand wacht über dich, mein Freund. Ach, da. Wieder ein Speicherpunkt. Ich glaube, bei den Pilzkreisen, bei den blauen Pilzkreisen, ich kann jetzt nicht hin, aber da vorne, da sind immer die Punkte, in denen er sich reinstellt, wo wir auf den Berg klettern müssen, könnte ich mir vorstellen. Ich gehe schon mal in Bergkletterposition. So. Wie kann der uns überhaupt sehen? Das ist mir immer noch ein Rätsel. Oh Gott. Krabbelt. Es ist die Gottesspinne. Hey, eine Schildkröte da unten. Ich kann nicht hin. Aber da unten ist eine. So, jetzt müssten wir doch bald unten sein. Hallo Schildkröte. Oh, noch eine. Wie lange will der das Spielchen denn noch mit uns machen? Vor allem, warum wohnt er da oben und geht zum Beten irgendwo hier nach unten? Der Dojo-Meister. Wie hat er sich noch genannt? Yogi. Der Yogi-Bär. Jetzt muss er wieder beteln. Es geht wahrscheinlich bergauf. Wir klettern natürlich wieder über den Berg, also über den Stein. Mit der super Textur. Es ist der Texturenstein. Warum erinnert er mich an ein Toastbrot? Der Stein. So, da ist er wieder. Meister Sensei. Ich warte hier oben. Er guckt sich das Meer an. Und läuft weiter. Ich glaube, das da vorne ist ein Meditationsplatz, oder? Er gibt sogar, er ist bald da, nehme ich an. Das da, wo er jetzt hinläuft, ich glaube, wir sind da. Bitte sind wir da. Bitte gib uns ein tolles Geschenk. Hallo. Du hast mich überlistet. Ja. Du kennst nun das Geheimnis meiner Meditationsstätte. Verhalte dich ruhig und ich werde dir helfen. Ich werde kommen, wenn du mich brauchst. Mehr verlange ich nicht. Okay. Ich habe eigentlich gehofft, du gibst mir was Tolles. Aber nein. Komm einfach, wenn du denkst, dass wir dich brauchen. Ist ja nicht so, als ob wir gerade Holzprobleme, Nahrungsprobleme, Unterkunftsprobleme, irgendwelche Probleme hätten. Nein, lass dir Zeit. Flieg erstmal eine Runde. So, wie sieht's hier aus? Was wollen die? Wunsch nach öffentlichen Bauten. Ist eine gute Idee, wenn man wenig Holz hat. Und hier oben, also das Erholungsbedarf. Na komm, dann geht mal. Das bringt ja sowieso noch nichts, die zwei Menschen, die da oben sind. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben 45. Wir haben noch genug Wohnhäuser. Ich weiß nicht, ob das schon dazu gerechnet ist. Hier breitet sich unser Glauben aus. Also unsere Grenze rutscht immer weiter hier ran. Wir können schon das Lager beklauen. Okay. Was nicht so gut ist, weil das Dorf wird später uns gehören, aber egal.